Willkommen zurück bei 7 Days to Die. Letzte Folge hatten wir direkt hinten beim Händler beendet. Wir hatten die Mission abgegeben, haben eine neue Mission angenommen. Ich habe jetzt das Loot in die Basis geschafft. Wir sind in der Basis und wir haben es jetzt 14:46 Uhr. Das ganze Loot wird ich später mal in der Nacht sortieren. Ihr könnt da ja nochmal einen kurzen Überblick drüber haschen, was wir so alles gefunden haben. Viele Baupläne waren es, viele Blueprints, die wir noch nicht kannten, die wir gleich gelernt hatten. Hier hatten wir jetzt noch ein bisschen, hat nicht mal alles in eine Kiste gepasst. Und jede Menge Bauteile. Jetzt müssen wir aber erstmal hoch zu den Beete schauen, was die so treiben. Ob denn hier was gewachsen ist, das sieht zumindest so aus. Heißt Anbau, Anbau. Nee, ist noch nicht. Ist noch nicht so weit. Wir kommen wieder, keine Frage. Ja, ich weiß, ich müsste eigentlich jetzt mal Baumaterial nehmen für Zement und etc. hier sammeln, looten gehen, herstellen. Aber ich weiß nicht, ich loote ja so gerne. Ich würde am liebsten heute noch mal die eine Mission machen. Dann kommen wir in die Nacht hinein. Dann würde ich mal aufräumen. Und dann kommt schon der 21. Tag. Da würde ich dann mal eventuell noch ein bisschen losgehen, nochmal Zement besorgen, einfach gemütlich den Tag ausklingen lassen, um dann in der Nacht richtig loszurocken. Und natürlich auch auszurüsten, das dauert auch ein paar Stündchen. Darf man jetzt auch nicht vergessen. Gut, so nehmen wir das Motorrad. Da hatte ich ja noch. Na komm. Was zu essen, was zu trinken drin. Ah, hier hat auch einer noch gebuddelt. Ah, guck mal. Das war ja direkt hier. Ach, sag jetzt bloß. Das ist hier Bobs. Bobs Haus. Ups. So, wir trinken einen Schluck. Essen einen Schluck. Gucken wir mal, das haben wir ja eigentlich komplett durchgelootet. Das ist ja richtig gut. Das ist ja gut. Dann spawnen wir das jetzt nochmal neu. Oha. Na da, Prost Mahlzeit. Los geht's. Eingang war oben übers Dach. Das weiß ich noch. Den nehmen wir aber nicht. Wir werden uns einfach einen eigenen Eingang suchen. So viel Zement, so viel Schweine. Fleisch ohne Ende. Was macht man da jetzt? Was macht man da? Wollen wir uns wirklich die ganzen Schweine schlachten? Ich glaube, das müssen wir einfach machen. Wer weiß, wann wir wieder so viel Fleisch bekommen. Schön, so eine wild gewordene Sau. Was mit da los ist. Die Treppe zerstören. Stirb, Mann. Ach, wisst ihr was, die Schweine, die können wir uns später holen. Ich würde heute erstmal durchlooten. Mit euch gemeinsam natürlich. Wir nehmen erstmal alles mit. Ist ja auch noch eins. Wollte ich einfach mal testen mit der Machete. Zwei Schläge war es weg. 5,5-fachen Schaden, wenn ich das richtig gelesen habe. Dadurch, dass man Hocke war.
Alles friedlich? Kochtopf, na gut, den wollte ich eigentlich nicht nehmen. Kochtopf. Wartet mal hier, das können wir doch schon alles schreddern. So, es ist zerlegen. Zerlegen, Kochtopf kommt zerlegen. Wir brauchen ein bisschen Platz im Inventar. Nicht so viel Schnulli mitnehmen. Zerlegen. Essen, oder? Ne, brauchen wir nicht essen. Wir sind voll und gestärkt. So eine Sau. Komisch, letztes Mal waren sie allein gesperrt, hatte ich doch gesagt. Da rannten nicht so viele rum. Lebt noch. Ach, das war bloß betäubt. Wer ahnt denn sowas? Ich versuche heute auch mal einen Schnelldurchlauf zu machen. Macht man zwar nicht, aber wir versuchen das jetzt mal wieder in einer Folge zu looten. Ah, guckt, hier, so einfach ist es. Halt, hier. Das hat man fast übersehen. Strohballen braucht man nicht. Gibt es hier was dahinter? Oder ist es einfach nur ein Ausgang? Hier waren wir drin, das ist der Durchgang zu drüben. Unten waren wir im Keller. Hier sind wir durch. Dann geht's hier drüben schon mal hoch. Zerstörte Chemiestation. Das ist immer eklig, diese Badewanne. Sehr schön. Oh, Mist. Da war noch Loot drin. In dem Moment, wo ich die Keule schwinge, sehe ich's. Ja, stimmt, man hätte ja auch unten
durch den Käfig direkt in den Keller kommen können, aber wollen wir nicht. Wir wollen das ganze Haus looten. So, hier müssen wir noch mal rein. Brachialer Gewalt. Dreiecker verstecken. Das sind mir die richtigen. Aha. Geht so. Da hattet ihr mir auch mal einen Tipp gegeben, dass man halt diese Klappen, die hatte ich eben das letzte Mal gleich zerstört, als Sprung, ja nicht Sprungschanze, als Aufstieg nutzen kann. Direkt heute umgesetzt und wunderbar klappt das. Wenn wir jetzt reinfallen, obwohl hier ist es Heu, da kommen wir direkt wieder raus. Das ist der Einstieg von außen. Oder? Nee. Das ist doch nicht. Doch, das ist außen, was wir da sehen. Die geht nach unten auf. Die geht plötzlich nach unten auf. Vielleicht kommen sie jetzt sogar raus. Ach so, ich bin gerade im Überlegen gewesen, wo das Hauptblut ist. Das ist ja im Keller drüben. So, und damit ist jetzt sein Haus fertig. Jetzt gehen wir rüben rein. Oh, beim Bob. Bobs Korn. Sehr schön, neuer Supermais. Hab sieht her. Ach ja, das ist der Durchgang zum Nachbarhaus. Habe ich euch vorhin gezeigt. Müssen wir eben gucken, dass wir hier ein bisschen Platz machen. Mütze weg. Dose Chili, jetzt können wir sie essen. Essen. Tja, sehr viel haben wir gar nicht zum Wegwerfen. Die Schiene zerlegen. Wartet mal, unsere Kiste steht doch noch hier. Nee, die ist weggespawnt. Schade. Ich hätte ja hier eine Kiste gesetzt. Die ist mit weggespawnt, aber ich glaube, ich setze mal eine neue. Am besten draußen auf der Straße, wo man öfters vorbeifährt. Genau, Bob waren wir fertig und jetzt sind wir bei Karl.
So, alles rein, Munition raus und weiter geht's. Schön, schön. Das? Pilzsporn, also ein Rezept, hat man aber schon. Das nenne ich mal eine vollgestopfte Küche diesmal. Hier geht schon nach unten. Dann gehen wir erstmal nach oben. Komm, du schaffst das. Komm. Schuhe, wer hätte das gedacht, dass man da drin Schuhe findet? Gut, fertig, fertig, fertig. Mal die Tür, die geht hier rüber. Das ist Nonsens, wenn wir die aufmachen. Ach, die ist tote Maispflanze. Sag mal, war hier nicht das letzte Mal oben der ganze Supermais? Alles tot. Das hier oben hatte ich schon wieder jetzt vergessen, ob hier noch was zu looten war. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, wir müssen noch in den Keller runter. Nee. Hier gibt es hier gar nichts, außer tote Maispflanzen. Und jede Menge natürlich hier Zement. Zement ohne Ende. Ich habe eigentlich immer gehofft, dass wir mal noch ein besseres Abbauwerkzeug finden. Und dann können wir wieder herrennen. Dann können wir wirklich alles abbauen, was hier drin ist. Gut.
Dann müssen wir jetzt Keller rein. Dann müssen wir bei. Überleg gerade, bei ihm ging es in den Keller runter. Nee, verstehe ich jetzt nicht. Es waren doch. Grace war doch unten. Ach, und hier der Karl, der hatte die Grace mit sein Zuchtmais gefüttert. Darum war die so ein bisschen wild geworden. Ja, nicht wild halt. Ihr wisst schon, verseucht. Hier haben den habe ich gesucht. Arbeitsstoff, gucken wir mal. Bauteile. Zerstörte Werkbank. Motor drin. Zerstörte Werkbank. Bauteile. Zerstörte Generator. Schade. Wäre schön, wenn ein Generator drin gewesen wäre. So, jetzt nochmal hier nachladen. Lieber man hat, als man hätte. Genau, hier war noch eine Kiste dahinter. Acht Uhr 48, das schafft man dick. Das schafft man dicke. So, keine Schadenfreude, ich weiß Bescheid. Müssen wir gucken, wo Grace steckt. Nehmen schon mal hier unsere AK in der Hand. So wohl gemein gebaut. Da hinten Rucksack. Ich glaube, wir sind sogar bis zum Rucksack gelaufen und wieder zurück. Wie kann ich sie jetzt vorlocken oder runterspringen? Feuer frei. Haha, da ist er. Wäre unser Todesurteil gewesen, wenn wir runtergefallen wären.
50 Fleisch. Sind hier noch was drunter gibt? Hat denn da schon mal wer nachgesehen? Stoff, alles nur Stoff. Na dann. Gucken wir mal, haben wir noch Platz? Geht so. Machen wir noch ein bisschen Platz. Die Kapuze 71, wenn er sie kauft. Die Schuhe 46. 13. Glas. Wildspuren, Samen. Oh, das ist schön. Haben wir direkt die Samen gefunden gehabt. Hier hat man das Rezept. Super. Super. Kühler, ne, Vierer, die Hammer. Eiserne Armbrust, ne, Vierer. Ja, gut. So, das Beste zuletzt. Oh, wir sind überladen. Können gar nichts mehr mitnehmen. Gucken erstmal, was drin ist. Maschinengewehrteile, Munition, Silberklumpen, Goldklumpen, Patronen, Sichtbereich 2x-Mod. Die ist gut, die haben wir auch noch nicht. Fackel. Fackeln weg. Nehmen wir das mit. Goldklumpen. Ja, eigentlich muss das alles mit. Wartet. Dose Suppe. Benutzen. Bevor wir sie wegschmeißen, benutzen wir sie. Rezept ist zu wertvoll. Pflanzenfasern weg. Kühler zerlegen. Kerze muss weichen. Ein was noch. Ja. Glas. So. Vollbeladen geht's hinaus. Sogar eine Matratze hier drin. Glaubt's nicht. Wie kommt man denn hier hoch? Okay. Ach, säubere Gebiet. Irgendwas haben wir noch vergessen da oben. Sehe ich gerade. Ein Zombie haben wir noch. Wo haben wir denn den vergessen? Tatsache, wir mussten dieses Schwein töten, um die Mission zu beenden. So, jetzt können wir mit dem Händler reden. Jetzt müssen wir uns auch noch beeilen, bevor unser Laden zumacht. Dann sehen wir uns gleich wieder.
Platz haben wir genug im Inventar, das ist immer wichtig. Fünfer Pistole, Lederhandschuhe, Rotflintmesias. Ist ein Buch, was wir auch noch nicht haben. Aber ich glaube, ich nehme einfach die Fünfer Pistole. Aktuell mit den Vierer, ich habe auch lange keine gefunden. Ja, da fällt die Entscheidung jetzt nicht so schwer. Die Nehmer, hier gucken nochmal Aufgaben. Alles zu weit Richtung Süden. Abholen, säubern ist mir. Jawohl, abholen, abholen ist mal was Neues. Wieder eine schöne Dreier. I have a task for, no matter what, I'm grateful for everything you've done. Okay, damit würde ich die heutige Folge beenden. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wir haben wieder ordentlich Loot geholt. Wir müssen bloß dran denken, dass wir diesmal den ganzen Zement dort rausholen. Ich hatte es ja leider vergessen gehabt. Ich hatte die Mission zu schnell gestartet. Das fiel mir dann hinterher ein, dass ich da dort noch Zement holen wollte. Das hätte sich natürlich richtig gelohnt. Hätten wir dort alles rausgeholt und dann die Mission neu gestartet. Nochmal alles rausgeholt. Aber da brauchen wir ewig. Ewig dazu, um das alles abzubauen. Aber was soll's. Wir sind hier mittendrin. Starten nur dabei und es kommen noch mehr Missionen. Es kommt noch mehr Zement. Alles kein Problem. Dann hat es mich gefreut, dass ihr dabei wart. Macht's gut.